Ja, gefühlt sind wir in der ersten Halbzeit körperlich und auch mit der Birne nicht so richtig da gewesen. Irgendwie hat so der letzte Biss gefehlt, vorne vor allem. Ich glaube, dass wir das erste Halbzeit sogar hinten noch ganz, ganz gut gemacht haben mit 11 Gegentoren. Aber ja, wie gesagt, vorne viel zu wenig Tempo drin hatten und auch viel zu wenig, ja, Biss, da mal die Zweikämpfe dann wirklich zu ziehen. Und ja, zweite Halbzeit, ist nicht viel zu sagen. Ich denke, wir verwerfen 10, 15 freie Bälle, hören dann irgendwann auch auf zu decken. Und dementsprechend, ja, muss man sagen, eine miese Leistung von uns. Coburg hat es sicherlich nicht verkehrt gemacht, aber das ist weit unter dem, wie wir uns vorstellen, Handball zu spielen, weit unter dem Level. Alle die noch nie auf diesem Level Handball gespielt haben, wie lässt sich das erklären, dass man so nach 6 Wochen Pause oder 5 Wochen Pause, dass man sagt, uns hat am Anfang so der Biss gefehlt, da muss man eigentlich doch so richtig geil sein, da reinzukommen. Wie lässt sich das beschreiben oder woher kommt sowas? Ja, es ist einfach schwer zu sagen. Irgendwie war das Training unter der Woche war echt nicht verkehrt. Also wir hatten echt ordentlich ja, Biss drin. Aber dann, ja, vielleicht klappt dann die erste Aktion nicht so ganz, wie es sein soll. Wir haben wenig Momente, wo wir uns als Mannschaft gegenseitig hochpushen können. Coburg deckt das dann auch gut. Wir schaffen es einfach wenig, so Erfolgserlebnisse zu kreieren. Und dann ja, auch nicht so diese breite Brust zu gewinnen, wie wir das vielleicht auch Mitte der Hinrunde hatten einfach. Direkt nach dem Spiel, sicherlich schwierig zu sagen, aber am Donnerstag geht es schon weiter. Nächstes Heimspiel, auch eine schwere Aufgabe, wo es ganz wichtig ist, die 2 Punkte hier zu halten. Wo kann man jetzt ansetzen, damit es am Donnerstag anders läuft wie heute? Ja, wir brauchen jetzt eine Reaktion im Training. Wir müssen da ab Montag ja, uns gegenseitig wieder richtig fordern, uns auch mal ja, die Meinung sagen, wenn der ein oder andere nicht mit 100% dabei ist, um dann eben zu verhindern, dass uns am Donnerstag dasselbe passiert wie heute. Ich denke, das wird ein ähnliches Spiel. Die Eulen werden genauso hier nach Stuttgart kommen, wie das Coburg jetzt getan hat. Werden da auch ja, versuchen, in der Abwehr vor allem alles reinzuhauen. Und ja, da brauchen wir einfach eine Reaktion als geschlossene Mannschaft einfach. Da muss jeder nochmal 10, 20% mehr da sein und dann ja, wollen wir einfach eine Reaktion zeigen. Dafür wünsche ich euch viel Erfolg, damit es am Dankeschön. Donnerstag anders läuft. Dankeschön.